Hello and welcome to my talk about Emmet. Hallo, herzlich willkommen beim Talk Emmet Schutzschild oder Vorhang. Ich bin René Feingruber, ich erzähle euch was über Exploit-Entwicklung und vor allem, wie man verschiedene Mitigation-Techniken von Emmet umgeht. Lass uns kurz mal anschauen, was wir heute vor uns haben. First of all, I will give you a short introduction about my person. Zuerst gebe ich euch eine kleine Einführung, meine Person. Dann geht es um die Grundlagen. Es gibt um Konzepte wie ASLR und DAP. Wir werden auch über die Firefox-Verwundbarkeit sprechen, die wir in diesem Talk verwenden werden, um einen Exploit zu machen. Dann kommt das erste Kapitel, das mit Emmet zu tun hat, und zwar wie wir die Emmet-DLL im Speicher finden. Wir werden sehen, wie wichtig das ist. Danach Advanced Code Reuse, eine Technik, die nicht nur für Exploit-Entwickler interessant ist, aber wenn man darüber nachdenkt, wie damit umgangen werden kann, ist es nützlich, sich damit zu beschäftigen. Dann beschäftigen wir uns mit verschiedenen Techniken, die Emmet benutzt, um Angriffe abzuwehren. Und zwar um rücksprungorientierte Programmierung und Exportadressfilterungsmechanismen. Und dann gibt es noch eine kurze Demo und Zeit für ein paar Fragen. Wie ich schon sagte, mein Name ist René Feingruber. Ich arbeite seit knapp 2 Jahren als Security Consultant bei SEC Consult. Bin außerdem gerade Student an der Technischen Universität Wien und mache dort meine Bachelor-Thesis über Exploits und möchte hier meinem Professor Dr. Christian Platzer danken, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, über so ein Thema zu schreiben. Ich habe auch noch eine Slide über meine Company, über meine Firma. Der interessante Teil für euch ist, dass wir natürlich gerade Leute suchen. Also wenn ihr als Security Consultants arbeiten wollt in Deutschland, schickt mir einfach eine Mail oder geht auf unsere Webseite oder sprecht mich nach dem Talk an. Ja, Basics. So, Basics. Exploitation was quite easy 15 years ago. Exploits waren vor ein paar Jahren noch sehr einfach, 5 Jahren. Heute, wenn man einen Stack Overflow oder einen Buffer Overflow hätte, musste man eigentlich einfach nur so lange Schlitten bauen, bis man eine Adresse gefunden hat, wo der Instruction Pointer lag, dann seinen Exploit Code dahin packen und dann wird alles ausgeführt. Heute ist alles ein bisschen schwieriger. Wir haben nämlich viele, viele verschiedene Schutzmechanismen, die wir umgeben müssen. Auf der linken Seite seht ihr ein Bild von einigen der Namen dieser Schutzvorrichtungen. Das ist nicht vollständig, aber aus Perspektive der technischen Perspektive muss man sowieso alle davon umgehen. Die wichtigen hier sind DEP, Data Execution Prevention, Datenausführungsverhinderung und ASLR, Zufallsgestaltung und Adressraumaufbau, Address-Based Layout Randomization. Okay. So, just go very quickly over this and also, then we move on. Wir gehen da schnell drüber und machen dann weiter. Die Idee von ASLR ist, dass alles in eine zufällige Adresse im Speicher geladen wird. Also wenn ich Firefox oder eine andere Anwendung zweimal starte, dann werden alle Code und alle Datensektionen an verschiedenen Adressen, eine zufällige Adresse geladen. Und aus Perspektive des Angreifers weiß ich also nicht, wo die Daten im Speicher liegen. Data Execution Protection auf der anderen Seite bedeutet, dass Daten, die im Heap und im Stack gespeichert sind, nur les- und schreibbar sind, aber nicht ausführbar. Das heißt, man kann einfach das Nicht-Executable Flag auf diese Speicherseiten setzen und wenn man dann versucht, darin etwas ausführen möchte, dann gibt es einen Segmentation Fault, weil diese Page nicht als ausführbar markiert ist. Normalerweise kommt man darunter rum, indem man Return-Oriented Programming benutzt, also rücksprungorientierte Programmierung. Das heißt, man springt an einen bestehenden Code-Teil im Programm, nutzt also die schon bestehenden Instruktionen und springt an eine andere Stelle und verkettet das so, um neue Logik ins Programm einzubauen. Und jetzt seht ihr, warum es schwierig ist, sowohl ASLR als auch DEP zu umgehen. Denn mit ASLR weiß man eben nicht, wo der bestehende Code ist. Also, typischerweise müssen wir erst ASLR umgehen. Ich kann also viele Verwundbarkeiten in eine Information Disclosure Verwundbarkeit umwandeln und dann die Basisadresse eines Moduls benutzen, frei und mit dem Wissen dann eine ROP-Chain starten.
Wir sehen später noch, wie das genau aussieht, wenn ich euch die Firefox-Verwundbarkeit zeige. In diesem Fall habe ich Firefox Array Reduce Write. Ist ein bisschen älter, ist von 2011, weil ich euch dann den Exploit-Code zeigen kann, ohne das Risiko, dass irgendjemand es missbraucht. Der Exploit ist sehr zuverlässig gegen alle möglichen Betriebssysteme von Windows XP, Vista 7, 8, 2013, 2008, 2012. Es umgeht ASLR und DEP. Wir machen kein Heap-Spraying, weil Heap-Spraying eine Technik ist, die gegen ASLR angewendet werden kann. Die Idee ist einfach, dass man die Daten überall hinschreibt, wo sie sein könnten, und dann können wir jede beliebige Adresse nutzen, weil die Daten überall sind. Das Problem dabei ist, dass der Browser für einige Sekunden einfrieren würde, weil wir das, während wir das Spraying machen, und das heißt, das Opfer könnte merken, dass ein Angriff läuft. In diesem Fall, wenn das Opfer meine Webseite besucht, dann bemerkt er nichts, der Browser friert nicht ein, der Browser stürzt nicht ab, es sieht aus wie eine normale Webseite, aber er wird dann halt mein Payload infiziert. Leider habe ich nicht genug Zeit, um alle Details des Exploits zu besprechen. Aber wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut euch einfach den Talk Tale of Two Firefox Bugs von Fionn Barr Davis an. Ist auf YouTube, oder schaut einfach in meine Bachelorarbeit, die in 2 bis 3 Wochen veröffentlicht wird. So. Für alle, die nicht wissen, wie die Reduce-Write-Funktion funktioniert, die kann man benutzen, um eine Callback-Funktion auf alle Elemente eines... Einen Moment bitte. Sorry. Ja, Entschuldigung. Also für jeder, der diese Reduce-Funktion nicht kennt, das kann man benutzen, um eine Callback-Funktion auf alle Elemente eines Arrays anzuwenden. Also sagen wir, die Callback-Funktion ist eine Ausdruckfunktion, dann wird also quasi das erste Element ausgedruckt und dann das zweite Element ausgedruckt und so weiter, bis alle Elemente ausgedruckt worden sind. Und die Reduce-Write-Funktion beginnt einfach auf der rechten Seite, beginnt also beim letzten Element und geht dann bis zum ersten nach vorne. Das bedeutet, dass wir also bei der Indexlänge des Arrays minus 1 beginnen. Das heißt, wir können das Längefeld auf einen beliebigen Wert setzen, zum Beispiel auf einen sehr großen Wert, zum Beispiel 10, 0, 0, 0, 0, 0. Dann ist das Problem, dass der Index ein vorzeichenbehafteter Wert ist. Das heißt, das kann auch zu einem negativen Wert werden, wenn Länge sehr groß wird. Das heißt, wir können Elemente außerhalb des Arrays zugreifen. Und das sehen wir hier auf der nächsten Slide. Also wenn wir jetzt hier auf Index 0 was speichern, dann wird das hier im Speicher landen, bei Index 1 hier und so weiter. Und wir sehen, dass dieser Array eben eine Länge von 6 Elementen enthalten kann. Und wenn wir einen Index, der kleiner ist als 6, dann ist das erlaubt. Und es ist auch erlaubt, wenn wir eins zugreifen, was kleiner ist als das letzte Element. Aber wenn wir außerhalb dieses Arrays zugreifen wollen, dann wird der Zugriff abgelehnt. Aber wenn ich einen negativen Index benutzen, dann wird das auch benutzt, weil nur der obere, die obere Grenze geprüft wird. Das heißt, wir können jetzt auf Daten, die vor dem Array im Speicher gespeichert werden, zugreifen. Wenn ich ein Array in JavaScript alloziere, dann erhalte ich so eine Datenstruktur. Ich habe verschiedene Felder, die diesen Array beschreiben. Und wie es schon gesagt wurde, wenn ich es als Index 0 speichere, dann hier, Index 1, dann hier und so weiter. Und jeder Eintrag besteht aus 8 Bytes. Die ersten 4 Bytes werden für die Daten benutzt. Und wenn ich einen Integer-Wert speichere, dann wird also der zum Beispiel hier gespeichert. Und die zweiten 4 Bytes werden für den Typ benutzt. Also ob es ein String ist oder ein Objekt oder eine Ganzzahl. Wäre es ein String, dann würde da nur stehen, das ist ein String, und die ersten 4 Bytes wären ein Pointer auf die String-Datenstruktur. Wir sehen hier auch, dass dieser Array eine feste Größe hat. Also hier kann man zum Beispiel nur 10 Elemente speichern. Und wenn wir einen größeren Array daraus machen, dann würde der also an eine neue Position im Speicher kopiert. Und dann haben wir einen Pointer
der dann auf den tatsächlich benutzten Array speichert. Und wenn der aber kopiert wird, dann wird er zum Beispiel auf diesen neuen Ort im Speicher zeigen. Now come to the first attack. Und jetzt kommen wir auf die ersten Angriff. Also ich habe einfach diesen Array umkopiert auf eine andere, auf einen anderen Ort mit einer festen Größe von 512 Einträgen. Und das bedeutet, ich habe jetzt volle Kontrolle über den neuen, über den Speicherbereich unmittelbar vor dem neuen Array. Und ich benutze jetzt also quasi dieses übergroße Längenfeld, was minus 1 bedeutet. Und das bedeutet, ich kann mit dem Speicher arbeiten, der unter meiner Kontrolle ist. Und die Daten in dem Fall werden hier einfach auf diesen Hexwert gesetzt mit FF005. Und 05 bedeutet, das ist ein String. Das heißt, der erste Word hier wird interpretiert als Zeiger auf einen String. Und den lasse ich dann hier vorne auf dieses Feld zeigen. Und da werden dann Attribute definiert, wie die Länge oder die Adresse von dem String. Und damit bekomme ich dann einen String-Pointer und davon kann ich einfach lesen. Also hier sehen wir die Implementierung des Codes in JavaScript. Hier sehen Sie das Längenfeld, was quasi gesetzt wird. Und dann wird die Reduce-Write-Funktion aufgerufen mit der Leak-Funktion als Callback-Funktion. Und das aktuelle Element, was als Argument übergeben wird, ist unter meiner Kontrolle. Und ich werde einfach nur prüfen, ob der Datentyp wirklich String ist. Dann setze ich einfach den String auf das Current Element und gebe den einfach nur zurück und kann den jetzt lesen, also den Speicherbereich, den ich lesen möchte, und kann jetzt also in diesem Programm beliebige Speicherbereiche auslesen. Und der nächste Schritt ist dann, Code auszuführen. Und das kann man machen, indem ich aus dem String-Datentyp einen Objekt-Datentyp mache, denn jedes Objekt hat am Anfang einen Zeiger auf ein Virtual Table. Und da drin werden virtuelle Funktionen-Pointer gespeichert. Das heißt, wenn wir hier nochmal zurückgeben, wenn also current als Typ Objekt hat, dann wird also typeOf ausgeführt. Und das folgt einfach dem Zeiger auf das Objekt und die virtuelle den virtuellen Objekt-Pointer in dem Objekt. Und die wird dann einfach ausgeführt. Und nachdem ich volle Kontrolle über diese Pointer habe, habe ich also auch offensichtlich volle Kontrolle über diesen virtuellen Table-Pointer und kann die typeOf-Function einfach zeigen lassen auf den Shellcode, den ich ausführen möchte. Und in dem Fall habe ich einfach die andere Funktion benutzt. Und das sorgt dafür, dass der Browser nicht abstürzt, nachdem ich den Code ausgeführt habe. Also ich setze hier einfach den Datentyp auf 7, das heißt, das ist ein Objektdatenpointer, und dann folge ich also dem Objektpointer und dem virtuellen Tablepointer und lande dann hier vorne in dem anderen Speicherbereich. Und wenn ich davon aus jetzt diese Funktion aufrufe, dann kann mein Shellcode ausgeführt werden und am Ende sehen wir, dass wir den Opcode C3 gespeichert haben hier am Ende. Und am Ende wird einfach ganz normal Return ausgeführt. Das heißt, er springt aus meiner Funktion zurück und wird ganz normal weiter funktionieren, als wäre nichts passiert. Und das Problem ist, das funktioniert nur bei älteren Systemen, wie Windows XP zum Beispiel. Denn nur da ist der Shellcode auf dem Heap landet, und wegen Data Execution Protection ist der bei neueren Systemen eben nicht ausführbar. Und was man also machen möchte, ist, man möchte so eine ROP-Chain bauen, und das Problem ist, die Adresse von dem ROP-Table wird von der Adresse des Stacks abgeleitet. Und das Problem ist, Stackpointer haben also die Adresse des Stacks, aber wir wissen nicht, wo der ist. Wir können nur hier oben das rote Gebiet kontrollieren. Und das bedeutet, dass die erste ROP-Gadget in irgendeiner Art und Weise hier auf diesen Heap zeigen muss. Wir müssen also so ein Gadget finden, und wir können das machen, indem wir uns Firefox-Mode anschauen. Wir schauen uns hier an,
You see here, this is a jump das ist ein Jump. Diese Sprunginstruktion hat 2 Bytes. Also 72 ist der Sprung und C9 ist der relative Offset. Das Problem ist, dass mit Return-Oriented Programming müssen wir nicht den Anfang dieser Instruktion anspringen, sondern wir können auch mitten reinspringen und reinterpretieren diesen Code dann als eine neue Instruktion. Wir können also neue Instruktionen bauen, die vorher nicht da waren, indem wir in die Mitte von schon existierenden Konstrukten springen. Wenn wir also auf C9 springen, wenn wir also in die Mitte springen, dann wäre C9 eine Leave-Instruktion und Leave ist genau das, was ich möchte, denn das nimmt das Basepointer-Register und bewegt es in den Stackpointer. Und das ist dann ein Code, der unter meiner Kontrolle unterliegt. Kurze Ausschweifung über, wie man Rob-Gadgets findet. Es gibt welche Arten von gibt es. Könnt ihr nachher anschauen, aber grundsätzlich geht es um syntaxbasierte Gadgets. Es gibt viele verschiedene Wege, um das gleiche Verhalten zu erlangen mit verschiedenen Instruktionen. Man muss einfach nur eines davon finden, dass ein Programm irgendwo vorkommt. Das dauert ziemlich lange. Was ich also gemacht habe, ist, das einfach mit PyEmu zu emulieren und dann das Verhalten analysieren. Also habe ich einfach dieses Gadget mehrmals emuliert mit verschiedenen Startregistern und dann geschaut, wie sich das Ganze verhält. Und am Ende fällt dann raus, ob es also verhaltensbasierte Suche machen oder am Ende rausfällt, welche Gadgets verwendet werden können, um zum Beispiel ECX auf 0 zu setzen. Das macht es die Arbeit deutlich einfacher. Jetzt kommen wir zum ersten Emmet-Teil. Wenn er startet, das ist das User-Interface. Configure global operating system wide. Um kann man OS-weit Sachen wie DEP oder ISLA konfigurieren. Man sieht unten die laufenden Prozesse und welche davon damit geschützt werden. Und wenn man den Apps-Button anklickt, kann man pro Prozess konfigurieren. In dem Fall habe ich einfach alle Mechanismen für Firefox angeschaltet. Wenn wir Firefox jetzt startet, sieht man, dass Firefox einfach nur abstürzt. Und unten rechts sieht man, dass Emmet eine Stack-Pivot-Attacke entdeckt und verhindert hat. Bevor wir über verschiedene Umgehungstechniken reden, müssen wir ein paar generelle Sachen sprechen. Was wir machen wollen, ist, dass wir uns gegen echte Angriffe schützen. Das bedeutet, wir müssen denken wie echte Angreifer und nicht gegen irgendwelche akademischen hypothetischen Angreifer verteidigen, die nur auf einem speziellen Betriebssystem oder einer Konfiguration laufen. Was sind also die Ziele von realen Angreifern? Sie wollen Umgehungstechniken, die zuverlässig sind, gegen verschiedene Betriebssysteme funktionieren. Wenn also 100 potenzielle Opfer meine Webseite besuchen, möchte ich, dass natürlich alle 100 davon infiziert werden. Das bedeutet, es muss mit allen Betriebssystemen funktionieren, es muss mit allen Service Pack Levels funktionieren und gegen alle Emmet-Versionen. Die andere Sache ist, dass der Exploit leicht wiederverwendbar sein sollte. Wenn ich also zum Beispiel einen Monat brauche, um alle meine Bypass-Techniken zu entwickeln, dann möchte ich es natürlich später einfach copy-pasten können, wenn ich eine andere Verwundbarkeit in Internet Explorer finde und nicht wieder einen ganzen Monat darauf zuwenden, als wieder von Anfang an zu entwickeln. Und das bringt uns dann zu der Idee, dass wir alles auf die Emmet-DLL bauen können, denn Emmet funktioniert, indem es eine eigene Bibliothek in alle geschützten Anwendungen initiiert und dann einfach Funktionen hookt und sagt, hier, führ bitte meinen Code aus, bevor du diese Funktion aufrufst. Und wenn der Code funktioniert, dann ist gut, auch weiter. Und wenn nicht, dann wird die Anwendung einfach geschlossen, bevor irgendwas anderes passiert. Wir sehen hier, Emmet-DLL ist ein großartiges Ziel, um Bypasses drauf zu bauen. Denn wenn man es schon mal bypassen muss, wissen wir, dass es immer da sein wird. Und wenn man alles auf Emmet-DLL für Firefox basiert, dann wissen wir, es ist auch da, wenn ich zum Beispiel Adobe Reader angreifen möchte. Der erste Schritt ist also, dass wir Emmet-DLL im Speicher finden. Andere Forscher von Offensive Security zum Beispiel haben schon einen Emmet-Bypass gefunden, die darauf ausbauen, die Emmet-DLL zuerst zu finden. Also ich empfehle, dass ihr euch das
diese Blogposts anschaut, die sind sehr gut von Offensive Security. Ich rede nachher kurz über ihre Technik. Aber was sie taten, ist, dass sie einfach angenommen haben, dass GetModuleHandle von einem Modul importiert wird und dann einfach einen RobChain schreiben, der diese Funktion aufruft und dem das Argument Emmet übergibt und dann gibt die Funktion eben die Basisadresse dieses Moduls zurück. Das Problem dabei ist, wenn die Anwendung diese Funktion nicht importiert, dann kann das nicht angewendet werden und deshalb hat man in einigen Fällen extra Abhängigkeiten. Also habe ich meine eigene Methode gebaut, ich nenne es die Hook-Methode. Wie schon gesagt, Emmet hookt bestimmte kritische Funktionen, zum Beispiel VirtualLog, VirtualProtect, WinExec, LoadLibrary, weil die benutzt werden könnten, um DEP auszuschalten und zu umgehen. LoadLibrary, weil man es nutzen kann, um andere Module aus einer Windows-Share zu laden, also weiteren Code vom Angreifer nachzuladen. So kann Emmet einige Prüfungen implementieren, zum Beispiel das Stack-Pivot-Exploit verhindern, wie wir schon im Bild gesehen haben. Zum Beispiel prüft er da einfach, ob der Stack-Pointer momentan auf den Stack zeigt oder ob es weggeschiftet wurde und in den Heap zeigt, wie im Firefox-Exploit. Und das ist also, wie Emmet das erkennt und deshalb sagt, hey, hier findet gerade ein Angriff statt. Um die Hook-Methode zu verstehen, müssen wir uns die Implementierung der Virtual Protect-Funktion anschauen und auch sehen, wie Emmet sich da reinhängt. Das ist die Kern 32 von Virtual Protect. Diese Implementierung ist Standard-Prolog, ist immer da. Das Pop-EBP macht den Prolog nur rückgängig. Dann gibt es einen Jump zur eigentlichen Implementierung. Wenn man nun aber sieht, wenn man diese Applikation jetzt mit Emmet schützt, dann setzt Emmet da einen Hook rein. Er setzt also einfach die erste Anweisung mit einem Sprung in den eigenen Code, setzt dann eine zufällige Anzahl von Bytes als Breakpoints. Und wenn man sich dann den Sprung anschaut, dann sieht man hier den Code, der von Emmet allokiert wurde. Und wir sehen hier, es pusht einfach ein paar Argumente auf den Stack und ruft dann schließlich die Emmet-DLL auf. Was der Hook-Methode jetzt versucht, ist, dass sie diesem ersten Hook folgt, bis es an diese Stelle kommt und dann einfach weiter runtergeht und diese Adresse extrahiert, die als Sprungziel benutzt wird. Und wenn es... Wir können jetzt einfach runtergehen, bis wir den PE-Header finden und dann runtergehen und die Image-Base finden. Das Interessante ist, dass hier dieser Push-Wert, dieser Wert zeigt genau auf diese Location hier, weil Emmet also die alte Implementierung der Funktion wegkopiert hat und sie ersetzt hat mit dem Hook-Code, muss Emmet irgendwo die alten Instruktionen im Speicher behalten. Und das ist die Stelle, wo diese Bytes hingestellt werden. Das wird nachher noch interessant, also haltet es euch im Kopf. Das ist die Zusammenfassung der Hook-Methode. Wir schauen uns den Address-Table-Eintrag einer kritischen Funktion an, lesen die ersten 5 Bytes dieser Funktion. Wenn es eine Move-Instruction ist, dann ist es nicht von Emmet geschützt. Dann kann ich den Exploit einfach so ausführen. Wenn es ein Sprung ist, dann folge ich einfach diesem Sprung, bis ich die Basisadresse vom Emmet finde. Seht ihr hier, das ist die RobChain, die das implementiert. Kurze Frage, wer von euch hat schon mal eine RobChain geschrieben? Hand hoch. Okay. Ich gehe nur ganz kurz über die ersten 3 Zeilen, sodass jeder weiß, was hier passiert. Das ist die Adresse, die ich auf den Stack oder Heap schreibe. Das ist die Return-Adresse. Dieser Adresse stehen diese Assembler-Instruktionen. Also es würde einfach anfangen, hier auszuführen, in Pop-EAX, weil der Stack-Pointer gerade auf diese Adresse zeigt, würde er diesen Wert nehmen und diesen Wert poppen in das EAX-Register. Und dann anfangen, die nächste Zeile auszuführen. Was Move-EAX-EAX, das bedeutet... Es hat den Pointer gerade auf VirtualAlloc gepoppt und mit dieser Zeile resolve ich den Eintrag. Der nächste Eintrag würde den Content dann aus dem EAX-Register wieder in das EDI-Register bewegen mit Push und Pop.
and so on. So it would und just so weiter. Es würde also einfach weitermachen mit diesen Sachen. Dann muss man hier unten, seht ihr, dass ich ein paar hardcodierte Werte genutzt habe auf Grundlage der Emmet-Version. Wenn es also Emmet 4.1, muss ich diesen Offset nehmen. Für Emmet 5.0 muss ich diesen Offset nutzen. Und das Problem ist, dass ich momentan gerade nicht weiß, welche Emmet-Version da läuft. Das ist also keine gute Methode. Es würde gegen eine oder zwei spezielle Emmet-Versionen laufen. Das ist aber nicht, was wir wollen. Wenn ich versuche, eine lokale Anwendung anzugreifen, dann kann ich eine bessere Rockchain schreiben. Das ist sehr komplex, weil ich dann abhängige Sprünge ausführen muss. Und das macht den Code extrem viel größer. Wenn ich aber mit eine Browser-Verwundbarkeit zu tun habe, eine Browser-Schwachstelle zu tun habe, dann kann ich diese Technik nutzen. Und zwar ist die Idee, dass wir einfach schon bestehenden oder anderen Code benutzen. Und wenn wir jetzt einen Browser oder einen PDF-Leser benutzt, dann weiß ich, dass irgendwo Code sein muss, der zum Beispiel Datenstrukturen in JavaScript behandelt. Und die Idee ist, dass wir jetzt einfach eine Rockchain benutzen oder eine andere Schwachstelle, um diese Datenstrukturen zu manipulieren. Wir können also sagen, dass dieser String jetzt auf eine andere Location im Speicher zeigt und dann können wir das ganze Ding in JavaScript implementieren. Ich habe nachher herausgefunden, dass diese Methode schon von veröffentlicht wurde von Yang Yu at CanSec West dieses Jahr als ROPs are the 99%. Hier sind ein paar Beispiele. Das erste Beispiel ist, wir können einfach einen String manipulieren, können sagen, dass der String jetzt auf unseren Hookcode zeigt, dann können wir das gesamte Parsing in JavaScript implementieren. Ein anderes Beispiel ist das dritte. In diesem Beispiel können wir einfach sagen, dass der String an irgendein Code-Teil als geladenen Modul startet. Then we can use können dann mit Suchfunktionen wie indexOf innerhalb dieser Code-Sektion herausfinden, wo die ROP-Gadgets liegen. Also die relativen Offsets dieser ROP-Gadgets innerhalb dieser Strings. Also ich kann einfach sagen, zeig mir, wo eine Pop-Pop-Return-Instruktion liegt. Das bedeutet, ich kann einen Exploit für Emmet 5.1 schreiben und wenn Microsoft dann später Emmet 5.2 oder so veröffentlicht, würde der Exploit einfach weiter funktionieren, weil ich in Emmet alles finden könnte. Mit dieser Technik kann ich also sehr zuverlässigen Code schreiben. Hier sehen wir die Implementierung in JavaScript. Also hier wird einfach nur diese Arbitrary Leak Bytes Funktion aufgerufen, die diesen String zurückgibt von der Virtual Alloc Funktion. Und dann kann ich schlicht diese Bytes testen und wenn es eine Move-Instruktion ist, dann wird einfach der Exploit ausgeführt ohne Emmet-Schutz und wenn es eine Jump-Instruktion ist, dann wird dem Jump gefolgt und wir suchen dann, bis wir die Call-Instruktion finden. E8 ist hier der Opcode von der Call-Instruktion. Und wenn es dieser Opcode ist, dann ist es eine Sub-Instruktion, dann skippe ich 3 Bytes, weil das die Größe hat. Und bei einer Push-Instruktion 5 Bytes und so weiter, so lange, bis ich die Call-Instruktion finde. Und wenn ich die Call-Instruktion finde, dann kann ich den Header hinzufügen. In dem Fall wird einfach die Checksumme und der Timestamp ausgelesen. Und daraus kann ich rausfinden, welche Version von Emmet eingesetzt wird. Und dann weiß ich, welche Version von Emmet eingesetzt ist. Ja, und jetzt kommen wir also zu den verschiedenen Schutzmechanismen. Also wie wir schon erwähnt haben, hat Emmet 5 verschiedene ROP-Schutzmaßnahmen. Und wenn wir die umgehen wollen, dann haben wir 3 mögliche Ansätze. Der erste Ansatz ist, dass wir jeden Schutz einzeln umgehen. Da gibt es also dieses Paper von Jared DeMott mit einem großartigen Überblick zu dem Thema. Und die andere Idee wäre, dass wir einen Trick von Offensive Security benutzen. Und was die machen, ist, dass sie einfach Emmet-DLL rückgängig machen. Und es gibt also offensichtlich eine globale Flag, die man setzen kann, die alle Schutzmaßnahmen gleichzeitig deaktiviert. Und man kann also einfach diese Flag deaktivieren. Und ich nach Hinweisen hat Microsoft also diese Flag in eine Read-Only, also in nur lesbare Speicherposition verschoben. Und jetzt hat Microsoft das Alteres gemacht. Sie haben das in eine
Code eingebaut, den man jetzt aber mit ROP anspringen kann, und die Offensive Security haben da also quasi ROP benutzt, um diese diesen Flag wieder zu setzen. Und Microsoft hat hier wieder einen Schutz eingebaut, aber das Problem ist jetzt, dass es einen dritten Trick gibt, den wir benutzen können, um Emmet zu umgehen. Und Offensive Security macht jetzt Folgendes, die benutzen also nur diesen dritten Trick hier. Da wird einfach diese nur lesbare Sektion auf wieder schreibbar gesetzt, und dann können sie dieses Flag überschreiben. Und solange das nicht gefixt ist, werden die einfach diesen dritten Trick wieder benutzen. Aber falls sie das dann doch fixen, dann müssen wir tatsächlich jeden einzelnen Schutz extra umgeben. Und den dritten Ansatz hier habe ich selbst entwickelt in meiner Forschung. Aber gleichzeitig hat Offensive Security auch diesen Trick rausgefunden. Und die Idee ist, dass man einfach direkte Systemaufrufe machen kann. Und wenn man also einen Aufruf direkt an den Kernel macht, dann hat Emmet keine Möglichkeit, diesen abzufangen und einen Angriff zu detektieren. Und jetzt reden wir über die einzelnen Schutzmaßnahmen einzeln und wie wir die umgehen können. Load Library ist der erste Schutz. Und die Idee ist, dass Emmet verhindert, dass ein Angreifer zusätzliche Module nachlädt. Und das musste ich nicht wirklich umgehen, weil ich gar keine zusätzlichen Module lade. Aber man kann sich den Talk, der hier erwähnt ist, angucken, und da wird das erklärt. Es funktioniert nur bei Emmet 3.5, aber das müsste auch, es ist auch einfach für neuere Versionen. Der andere Schutz ist MemProtect. Also hier werden Funktionen wie Virtual Protect oder Virtual Alloc daran gehindert, den Stack ausführbar zu machen, denn der Stack sollte niemals ausführbaren Code enthalten. Und das kann man leicht umgehen, indem man einfach irgendeine andere, also eine andere Speicheradresse ausführbar macht, zum Beispiel den Heap. Aber damit kann man dann die ROP-Chain umgehen. Also wir benutzen zum Beispiel nur ein Tool, um so eine ROP-Chain zu generieren, weil wir eben faul sind. Und das Wichtige hier dran ist, dass es also die Push-AD-Instruktion benutzt wird, um diese virtuelle Alloc-Funktion aufzurufen. Und ich habe jetzt eben meine eigene ROP-Chain entworfen und benutze die Push-Instruktion, um die Funktion aufzurufen, und kann also alle Argumente einzeln setzen. Und ich komme da aber später nochmal dazu, zu dieser ROP-Chain. Und die Stack-Pivot-Methode, die wurde ja vorhin schon erwähnt, da ist die Idee, dass Emmet einfach nur prüft, ob der Stack-Pointer zu dem Stack auf den Stack zeigt oder irgendwo anders hingeschoben wurde. Und um das zu umgehen, müssen wir einfach nur alles vom Heap zurück auf den Stack kopieren, bevor wir die kritische Funktion aufrufen. Also man sieht den Code hier, mit dem wir das machen können. Das ist nicht sehr einfach, ist nicht sehr schwierig, ist einfach nur ein While Loop. Und dann benutzen wir Exchange, um vom Heap zum Stack zu gehen. Und die Caller Mitigation Technik ist sehr spannend, weil wir wollen ja eine Funktion aufrufen, das ist erlaubt. Aber wir können auch an den Start der Funktion springen, oder wir können einen Funktionsreturn simulieren und einfach die Adresse der Funktion pushen. Und das bedeutet, dass die Return-Funktion dann einfach zu der Adresse der Funktion springt. Und bei ROP benutzen wir üblicherweise diesen dritten Ansatz. Und was Emmet macht, ist, wenn man diesen ersten Ansatz benutzt, dann wird die Adresse der nächsten Instruktion auf den Stack gepusht, und Emmet kann dann die Return-Adresse benutzen und prüft dann einfach, ob es dann tatsächlich einen Aufruf gibt für diese Funktion. Und wenn man also den zweiten und der dritten Ansatz benutzt, dann gibt es also keine so eine Adresse, und so kann Emmet also diesen Angriff detektieren. Und was wir machen können, ist, dass wir stattdessen direkt zu der Funktion zurückkehren, können wir zu einem Aufruf der Funktion zurückkehren. Und das wurde also von Jared DeMott erfunden, und er benutzt also diesen Code hier.
Und wir springen also zurück zu dem diesem Aufruf hier, statt direkt zu returnen. Und Emmet prüft dann also, ob es hier diesen Call-Aufruf gibt und stellt fest, ja, der ist tatsächlich da und der Schutz ist umgeben. Aber ich sehe ein Problem mit diesem Rob-Gadget, weil wenn man sich die Adressen anschaut, das ist von der Windows-Bibliothek. Das würde also nur funktionieren gegen ein spezielles Betriebssystem und nur gegen ein spezielles Service Pack Level, was natürlich schlecht ist, weil wir andere Betriebssysteme so nicht angreifen können. Und wir sehen also viele Referenzen auf den Speicher, was dazu führen kann, dass wir also einen Crash auslösen. Und das ist problematisch, weil wir hier diese Aufrufe weit voneinander entfernt sind. Und was wir hier also machen wollten, ist, wir wollten jetzt quasi direkt in Emmet benutzen. Es gibt also hier wieder einen Aufruf zu Virtual Protect und das ist also auch nur eine Speicheradresse. Das heißt, das wird also auch nicht abstürzen. Und der Jump geht dann zu dem Return und zum nächsten Gadget. Aber was machen wir, wenn wir so ein Gadget nicht finden können, der nah bei dem Return steht? Und die Idee ist, wir können einfach jeden Aufruf benutzen, der irgendwie ein Register enthält. Das ist, wenn wir uns also hier angucken, den Aufruf zu der Funktion, der ruft diesen Code hier auf. Also ich mache hier einen Call auf Edi und wir stellen einfach nur sicher, dass Edi auf die Funktion zeigt, die ich aufrufen möchte. Also hier wird einfach nur IAX gepoppt und der nächste Wert landet also in IAX. Das ist also die Adresse von dem Virtual Alloc Address Table. Und ja, mit dem Exchange wird es dann einfach nur in EDI reingeschoben. Und das kann man hier auch nochmal sehen, dass EDI tatsächlich auf Virtual Alloc zeigt. Und danach gibt es einfach nur einen Jump. Das heißt, hier kann es auch wieder keinen Absturz geben. Und der Jump geht dann einfach wieder nach vorne. Wir haben ja überhaupt keine Zeiger in den Speicher. Das kann also nicht abstürzen. Und den letzten Schutz, den wir umgehen müssen, ist SimExecFlow. Und da wird einfach nur diese Caller-Limit-Mitigation-Technik für alle Adressen benutzt und wird also für alle Return-Adressen angewandt, immer wieder. Und wenn wir aber diese anderen Schutz umgehen, dann ist auch dieser Schutz quasi automatisch mit umgangen. Und bei diesem Schutzmechanismus wird quasi auch ausgelöst, wenn man meinen Shellcode ausführt. Und die Lösung ist ganz einfach. Ich call einfach so eine Instruktion und dann wird die Return-Adresse gepoppt. Und das tut gar nichts natürlich, wird aber nur diese Simulation verwirrt und damit kann man dann also diesen Schutzmechanismus auch umgehen. Und der Trick, der jetzt also benutzt werden kann, um das alles auf einmal zu umgehen, ist eben, dass ich einfach nur direkte Systemaufrufe mache, weil Emmet komplett im User-Space passiert, kann ich also, wenn ich direkt in den Kernel Aufrufe mache, kann Emmet nichts dagegen tun. Und das Problem dabei aber ist, dass wenn ich hier die Betriebssysteme wechsle oder den Patch-Level wechsle, dann kann ich also mir den Syscall-Nummer nicht merken. Das heißt, ich brauche zuerst mal die Versionsnummer von dem Betriebssystem und dem Service Pack Level und dann könnte ich da also diese Tabelle benutzen, aber wir haben was Besseres. Wenn wir uns angucken, wie Emmet eine Funktion abfängt, dann gucken wir uns also hier angucken, was passiert, wenn wir Virtual Protect aufrufen, dann wird es also nur die wird das einfach nur hier zu dieser DLL-Version weitergeleitet und die erste Zeile, die verschiebt dann einfach nur den System-Call-Nummer in den IRX-Register und die zwei weiteren Zeilen, die rufen dann einfach nur die Funktion im Kernel auf. Also in dem Fall sehen wir, das ist ein 32-Bit-System und wenn man dem weiter folgt, dann sehen wir hier den Sys-Enter-Call. Und wenn wir das jetzt mit Emmet schützen, dann macht er also wieder dasselbe wie vorhin. Ersetzt also nur die erste Instruktion mit Jump. Und wir sehen hier, dass das dritte Argument von Push also hier unten auf diesen Bereich zeigt. Und Emmet hat also nur diesen Bereich wegkopiert
Und ich kann also diese Adresse finden, indem ich einfach nur einen relativen Offset nehme. Das kann ich also leicht finden. Und dann kann ich also dieses dritte Push-Argument mir angucken, was da unten zeigt. Und dann kann ich also direkt hierhin springen. Also ich kann von allen ich kann alle Funktionen von Emmet direkt ansprengen. Also wir sehen jetzt hier die Implementierung. Das ist eine ziemlich komplizierte Robchain. Damit will ich euch jetzt nicht. Also die ist nur deswegen so lang, weil sie zuerst sich selbst im Speicher sucht und dann sich selbst modifiziert. Und jetzt gucken wir uns die letzte Schutzmechanismus an, EAF, Export Address Table Filtering, also Exporttabellenzugriffsfilterung. Und diese Address of Function Field muss also übergeben werden für Load Library oder Get Proc Address und um diese Funktion also zu finden. Und was Emmet jetzt macht, ist, dass es einfach Hardware-Breakpoints in diesem Feld einsetzt. Und wenn eine Funktion dieses Feld lesen will, dann wird der Breakpoint ausgesetzt und Emmet-Code wird ausgeführt und kann also zusätzliche Prüfungen machen. Und wenn also die Funktion zu dem Modul gehört, dann kann er das also ausführen und ansonsten kann die Ausführung abgebrochen werden. Und wir haben wieder ganz viele verschiedene Ideen, wie wir diesen Schutz umgehen können. Zuerst können wir einfach wieder eine Robchain benutzen, weil wir dann die Instruktion von einem geladenen Modul kommt. Wir können andere Techniken benutzen, aber das Problem mit den ersten drei ist, dass wir den Shellcode verändern müssen, wenn wir diese Techniken verwenden. Und weil Exploit-Entwickler super faul sind, können wir diese letzte Methode nutzen, wo wir einfach sagen, hey, wir entfernen einfach alle Breakpoints, bevor wir unseren eigenen Shellcode ausführen. Und um diese Breakpoints zu entfernen, haben wir schon wieder viele verschiedene Möglichkeiten. Der Hauptansatz war von Piotr Banier. Ihr könnt euch das Blogpost anschauen. Das Problem daran ist, dass er hardcodierte Systemcalls verwendet. Was ich stattdessen tun wollte, ist, dass ich die API verwendet habe und in eine Storchstelle innerhalb von Emmet springe. Und das Problem daran ist, dass seit Emmet 5.0 die auch diese Funktionen hookt. Wir können das also nicht weiter anwenden, außer wir schalten diesen Schutz erst ab. Aber ich denke, in den nächsten Versionen von Emmet wird das nicht mehr funktionieren. Und deshalb denke ich, es ist nicht so interessant hier. Die erste Methode ist also, die System Call Zahlen zu verwenden. Das Problem daran ist, dass es nur gegen eine Betriebssystem und Service Pack Version funktioniert. Dann gibt es zwei andere Techniken, aber für die neueste Version von Emmet sind nicht so interessant. Also ich springe einfach mal drüber. Es waren also nur ein paar Methoden, wie man das tun kann. Ich glaube, die interessanteste ist, dass wir einfach über die alle Hooks drüber springen können und direkt den System Call einrufen. Wie wir eben schon erwähnt haben. Diese Technik hat keine Nachteile und funktioniert gegen alle Versionen von Windows, alle Service Packs und alle Versionen von Emmet. Ja, and now come to the final thoughts. Und jetzt abschließende Gedanken. Emmet hat viele Schutzmechanismen, aber ich denke, diese zwei, der Rob-Schutz und EAF, sind die interessantesten von der technischen Perspektive. Andere Mechanismen sind zum Beispiel Attack Surface Reduction, wo die Angriffsoberfläche reduziert wird, dass ich also Java zum Beispiel aus dem Intranet lade, aber nicht aus dem Internet. Oder Zertifikat bei Vertrauen, CEOP, Structured Exception Handler, Override Protection, also die strukturierte Ausnahmehändler durch Überschreiben schützt. CEOP ist auch leicht zu umgehen. Die Heapspray-Entschärfung, Heapspray-Vorbeugung, Nullpage Pre-Allocation, ist es sehr leicht, die rauszunehmen, einfach eine Adresse zu nutzen, die nicht von Emmet geschützt ist. Wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut euch einfach meine RuxCon 2014 Slides an. Ich denke, aber es ist nicht so interessant. Dann Mandatory ASLR und Bottom-Up Randomization erhöhen nur die Funktionalität von ASLR, aber wenn man ASLR umgehen kann, dann wird das quasi mit umgangen. Und schließlich EAF Plus
ist ein interessanter Schutz, weil es eigentlich gegen meinen aktuellen Exploit schützen sollte, tut es aber nicht. Ich weiß nicht genau, warum. Wir diskutieren das gerade mit Microsoft, aber selbst wenn es gegen die aktuelle Version helfen würde, wäre es nicht schwierig, den Exploit so zu erweitern, um auch diesen Schutz zu umgehen. Abschließend, kurze Zusammenfassung. Ich überspringe das kurz, das nur zusammenfassen, was ich gesagt habe. Und kommen wir zum abschließenden Gedanken. Wir würden wirklich gerne mit Microsoft zusammenarbeiten und spätere Versionen von Emmet robuster machen. Wir haben schon ein paar Ideen, wie Emmet verbessert werden kann, aber natürlich ist kein Schutz 100% kugelsicher. Jetzt ein kleines Demo-Video, hier seht ihr den Exploit in Action, ihr seht, alles ist grün, alle Schutzmechanismen sind aktiviert, Firefox ist geschützt von Emmet. Ihr seht hier, alle sind aktiviert. Wenn man einmal Advanced Options anklickt, sieht man hier die EAF Plus ist aktiviert. Wenn ich Firefox jetzt mit dem alten Exploit starte, ohne die Bypasses, dann seht ihr, dass es abstürzt und Emmet darauf hinweist, dass ein Angriff gefunden wurde. Wenn ich Firefox nochmal starte, die Taste jetzt nochmal refreshe, wir sehen, es ist immer noch geschützt. Wenn ich jetzt den neuen Exploit nutze mit den Bypasses, dann kann ich meinen eigenen Exploit ausführen und da kommt der Rechner. Ihr seht auch, dass Firefox nicht abstürzt. Ich kann den Exploit also einfach mehrmals ausführen und das Opfer bemerkt nicht, dass da was passiert ist. Noch eine Zusammenfassung über die Arbeit, die da reingegangen ist. Der initiale Exploit ohne Emmet Bypass dauerte nur 3 bis 5 Tage, war eher leicht. Ich denke, wenn man es wirklich schnell macht, kann man es in einem Tag hinkriegen. Aber ich habe das in meiner Freizeit gemacht. Also ich habe zwischendurch auch noch Fernsehen geschaut und so. Also ja, so 3 Tage nebenbei. Dann die erste Umgehung für Emmet 4.1, das war wirklich viel Aufwand. Ich kann euch gar nicht sagen, wie lang der Exploit-Code hat, dann 5.000 Zeilen Code. Also es ist richtig riesig. Dann habe ich wirklich lange dafür gebraucht. Die Idee war aber, dass ich ganz viele verschiedene Ideen entwickle, um diese Techniken diese Schutzmechanismen zu umgehen. Ich habe euch jetzt nur ein paar gezeigt. Das bedeutet, ich kann einfach konfigurieren, wenn Emmet sich dann auf 0 aktualisiert hat, waren es nur 5 Minuten, 4 Codezeilen, den Exploit zu verbessern. Ich musste nur 2 neue Methoden hinzufügen, 2 neue Instruktionen parsen können. Also parse diese Instruktion, sagt dann, hey, wenn es ein Push ist, wenn es länger von 5 hat, dann füge einfach 2 Instructions hinzu. Das gleiche war mit dem Upgrade auf Emmet 5.1. Die aktuelle Version hat mir etwa 40 Minuten gekostet, weil sie versucht haben, meinen Scandown-Technik zu umgehen, zu verhindern. Also ich liege an der DLL, ich gehe dann so weiter runter, bis ich den PI-Header finde. Und man sieht es hier auf dem nächsten Slide. Ein Emmet 4.1, das sind die Sections der Datei, das ist der PI-Header, das ist die Text-Section. Ich habe also einen Pointer in diese Text-Section und dann gehe ich einfach nur runter, bis ich diesen PI-Header finde. Und ihr seht, da ist keine Lücke dazwischen. Also wenn ich einfach zu dieser Base-Adresse die Länge hinzu addiere, dann lande ich genau bei dieser Adresse, also der Adresse der Text-Section. Dasselbe gilt bei Emmet 5.0. Auch hier seht ihr, wenn ich da das 1 hinzufüge, komme ich bei der nächsten Adresse raus. Was Emmet 5.1 dann gemacht hat, dass ich jetzt hier diese Länge hinzufüge, zu addiere, dann komme ich nicht an die Textsektion, sondern es gibt ein Loch dazwischen, wo kein Speicher hingemappt ist. Wenn ich also da versuche durchzuscannen, dann greife ich auf nicht zu, wie sind Speicher zu, ich kriege einen Segmentation Fault. Das bedeutet, ich suche also jetzt erst den Start der Textsektion und kann dort den relativen Offset subtrahieren, um den PI-Header zu finden. Es ist also relativ leicht, darunter umzugehen. Ihr seht also, läuft auch gegen die aktuellste Version von Emmet. Ich habe gerade vor 2 Tagen nochmal geschaut, das ist die aktuellste Version.
Das sind noch meine Kontaktdaten für mich und mein Unternehmen. Wie gesagt, wir suchen gerade neue Angestellte. Wenn ihr interessiert seid, schreibt mir einfach eine Mail oder schreibt eine Mail ans Office oder schreibt mich nachher an. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Thank you for this very nice talk, René. If you have any questions, please do line up at the 6 microphones we have here at the ground level. While you're doing this, a quick announcement. Ja, jetzt kommt noch eine kurze Bekanntmachung. Heute um 17 Uhr bei der Fairy Dust Rakete gibt es eine Freiheit statt Angst Demonstration. Wenn ihr da hingehen wollt, dann seid einfach um 5 da. Wir haben eine Frage vom Mikrofon 2. Ja, danke für den Talk. Was ich wissen wollte ist, du hast gesagt, nach der Robchain kommst du wieder zurück ins JavaScript. Ja, ich habe auf dieses Slide, das habe ich hier nicht drauf. Wir müssen also die Verwundbarkeit ausnutzen, ohne dass die Anwendung crasht. Also mit lokalen Anwendungen ist es schwieriger. Ja, schon. Aber was, wenn diese Rob-Gadgets die einige Register ändern? Was passiert? Könnte das möglicherweise den Rest des Codes nicht mehr ausführen? Sorry, nochmals, habe ich nicht verstanden. Also wenn einer dieser Rob-Gadgets ein Register ändert, dann wird es nicht automatisch wiederhergestellt, wenn ich zurückspringe. Und das kann die Ausführung verhindern. Was ich tue, ist, dass ich einfach alles vorher von Hand überschreibe, bevor ich returne. Also ich passe eigentlich nur in diesem Fall nur die Datenstruktur an, aber man muss da nicht wirklich ein Rob-Gadget ausführen. Ich kann auch die Verwundbarkeit direkt ausnutzen in diesem Fall. Also ich habe viele Sachen hier weg abstrahiert aus dieser Präsentation, um sie leicht verständlich zu machen. Aber statt eine Rob-Chain auszuführen, kann ich auch direkt in irgendwelchen Speicher schreiben. Also man muss gar keine Rob-Chain nutzen, um diesen Speicher zu überschreiben. Also zum Beispiel, wenn ich hier zurückgehe. So, you see here the second. Ihr seht hier das zweite Beispiel in diesem Fall. Ah. Hier das zweite Beispiel. Das sagt euch, ihr könnt diese Technik nutzen, um Speicher zu schreiben, an beliebigen Stellen Speicher zu schreiben. Was ihr also tun könnt, ist, dass ihr ein Array im Speicher anlegt und dann die Schreibzugriffe dahin umleitet, sodass es die Datenstrukturen überschreibt. Wir müssen also nicht wirklich die Robchain ausführen. Okay, danke. Gibt es noch andere Fragen? There is a question from our eine Frage vom Signal Engel aus dem IRC. Ja, wird Emmet in Firmen häufig benutzt? Ich habe es nicht oft gesehen bisher, weil das Problem ist die Kompatibilität. Wenn ich es zu Hause nutze, dann crasht mein Firefox alle 3 bis 4 Tage, weil Emmet sagt, dass es einen Angriff gefunden hat, aber in Wahrheit gibt es gar keinen Angriff. Also es hat eine hohe False-Positive-Rate. Ich denke, das ist das Hauptproblem davon. Aber ja, ich glaube auch, dass es ein Problem ist, dass es nicht so leicht deployed werden kann in Domains. Ja, lieben Dank. Any more questions? Weitere Fragen? Ja, Mikrofon 2. Hältst du Windows für sicher in einem Unternehmensumfeld? Würden Sie also empfehlen, Windows in Organisationen einzusetzen? Windows? Ist schwer zu sagen. Meiner Meinung nach, also in der Grundeinstellung ist Windows schwerer zu exploiten als Linux. In Linux muss man das Compiler Flag hinzufügen, um positionsunabhängige ausführbare Dateien zu bekommen, damit der Schutz auch aktiv ist. Wenn man es einfach nur kompiliert, dann wird es nicht in eine andere Adresse gemappt. Also die Code-Sektion wird immer an der gleichen Stelle sein. Das Problem daran ist, dass viele Standardanwendungen ASLR damit nicht aktiviert haben. Die Situation ist für Windows besser. Es kommt drauf an. Wenn mehr Leute Windows benutzen, dann werden mehr Angreifer versuchen, Windows anzugreifen.
Any more questions? Gibt's noch weitere Fragen? No. Seems like we have two additional questions from. Wir haben noch zwei Fragen aus dem IRC. Have you tested this technique? Hast du ausprobiert, ob diese Technik auch mit anderen Exploits funktioniert? I have tested this with a test application. Ich habe es mit einer Testanwendung ausprobiert und es funktioniert auch für VLC. Mit anderen Browser-Exploits habe ich es nicht versucht, weil ich weiß, dass es funktioniert. Ich habe alles auf MRDLL aufgebaut. Aber in dem Fall, diese besondere Schwachstelle erlaubt mir sehr viele Dinge zu tun. Ich kann Speicher schreiben und lesen, wie ich will. Ich stürze nichts ab. Ich kann es also immer wieder ausführen. In diesem Fall ist es also sehr einfach zu machen. Wenn du eine lokale Anwendung wie VLC angreifen willst, wird alles ein bisschen schwieriger, weil man diese Advanced Code Reuse-Technik nicht verwenden kann. Also wir können nicht einfach JavaScript-Code in einer lokalen Anwendung ausführen. Das bedeutet, wir müssen alles in einer Robchain implementieren und das bedeutet, alles wird wirklich schwierig, weil wir dann bedingte Sprünge ausführen müssen und sicherstellen müssen, dass es mit allen Versionen von Betriebssystemen läuft. Aber es ist schwierig. Hey, hallo. Ja, danke für die Präsentation. Gibt es Pläne, einige dieser Schutzmechanismen im Kernel zu aktivieren? Also das sieht alles aus, als wäre das alles im User Space implementiert und manche dieser Schutzmechanismen könnten vielleicht auch im Kernel implementiert werden. Warum wird das nicht gemacht? Der Null Page Schutz sollte da eigentlich dagegen schützen. Aber ich weiß nicht genau, es gibt keine Null Pages im Windows Kernel. Noch eine Frage vom Signalengel. Ist die Größe des, des Codes ein großes Problem wegen zusätzlicher Komplexität? Ja, ich denke, das ist das, die Idee hinter Emmet. Was sie sagen, ist, dass sie wissen, dass Emmet umgangen werden kann, aber sie wollen einfach die Arbeit für den Angreifer erschweren. Also, wenn ich ein Angreifer wäre und 100 Leute suchen meine Webseite und nur einer hat Emmet aktiviert, dann würde ich mir den Aufwand nicht machen. Es würde keinen Sinn machen, da extra Emmet-Umgehung einzubauen für diesen einen Besucher. Aber wenn mehr Leute Emmet benutzen würden, dann würde ich diese Arbeit machen. Aber in diesem 5000 Zeilen Code habe ich viele verschiedene Umgebungstechniken implementiert. Also wenn man einfach nur einmal damit umgehen will, ist es recht leid, um das einfach den Exploit-Code zu erweitern. Offensive Security haben dafür nur 300 Zeilen Code benutzt und können auch damit umgehen. Aber in meinem 5000 Zeilen Code habe ich 6 oder 10 verschiedene Methoden implementiert, um jeden einzelnen Schutz zu umgehen. Deshalb ist es so viel Code. I think we have ich glaube, wir haben keine weiteren Fragen aus dem Publikum. Danke, René Feingruber. Und ja, das ist das Ende der Emmet-Session. Vielen Dank fürs